Die Chart ist klar, die Altcoin-Saison ist da. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin in the Pipe 555 hier in Dubai und ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, euch gefällt dieser Krypto-Wahnsinn, in den wir alle stecken. Wir alle, die diese Sendung schauen, die eigentlich wissen wollen, was geht ab in dem Krypto-Universum. Weil wisst ihr was, das ist ein faszinierendes Universum und das wird weiterhin wachsen und sich expandieren, da Bitcoin und Ethereum übernehmen, die ganzen Finanzen und es gibt nichts, was die Banken dagegen tun können. Ja, es wird das Geld der Zukunft und das ist, warum ihr Bitcoin halten sollt. Geht rüber zu bybit.davincij15.com oder okx.davincij15.com oder sogar famex.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung. Geht rüber und kauft Bitcoin und Ethereum oder irgendwelche anderen Altcoins, vielleicht sogar etwas Pepe, aber nicht sehr viel, weil es dann... Oh Mann, aber trotzdem... Wir werden über die Altcoins reden und über die Altcoin-Saison, die auf uns zukommt. Und ja, ihr wollt euch richtig positionieren, die richtige Position einnehmen in den Altcoins, weil das auf uns zukommt. Und gibt es eine Chance, dass es doch nicht eintrifft? Ja, das gibt es. Aber die Charts sehen ziemlich gut aus, dass wir eine Altcoin-Saison sehen. Aber bevor ich euch all das zeige, möchte ich anfangen mit den Nachrichten und dann gehen wir rüber zu den Charts. Also genau so werden wir das heute tun. Also drückt gefällt mir und abonniert und schaut die Nachrichten, weil das werden gute Themen. Wir werden uns lustig machen über die Regierung, weil ihr wisst, wie ich es mache. Also lasst uns anfangen mit Elizabeth Warren. Mein Lieblingshippokrat, hat sie nicht neulich mal gesagt, dass sie aus Indien kommt oder irgendwie sowas? Und es stellte sich raus, sie kommt gar nicht aus Indien. Ich meine, wir hätten das selber rausfinden können. Aber sie kommt aus Indien. Oh mein Gott. Und dann natürlich, sie ist natürlich dagegen, dass wir den Planeten zerstören. Du solltest kein Auto fahren oder deine Wohnung heizen, aber sie fliegt überall mit einer Privatjet hin. Also, diese Frau, diese Senatorin sagt, dass Bitcoin und Kryptowährungen gestoppt werden müssen, da sie den Handel mit Fentanyl finanzieren. Ja? Wisst ihr, da es Bitcoin jetzt nicht mehr gibt, kann keiner mehr Drogen kaufen. Das wird es jetzt nie wieder geben. Ladies on the crack cocaine. Oh my gosh. Sie ist einfach nur ein Witz. Ich verstehe nicht, wie sie immer und immer und immer wieder gewählt wird. Doch, ich weiß eigentlich warum. Es gibt ein Video, das genau erklärt, wie das funktioniert. Und ihr könnt es euch anschauen. Das heißt Rules for Rulers. Und das erklärt, wie das ganze Wahlsystem in Amerika aufgebaut ist. So dass Leute wie Sie, die komplett nicht qualifiziert sind, in der Regierung zu sein, immer wieder gewählt werden. Weil sie muss gewählt werden, um Senatorin zu werden. Immer wieder. Und die Regeln sind so aufgebaut, in so einem Weg, dass die Leute gezwungen sind, immer wieder sie zu wählen. Und du denkst dir, was? Wie zwingen die mich dazu? Ja, schau dir das Video an, Rules for Rulers. Der Link ist in der Videobeschreibung. Oh Mann, und dann natürlich, es ist ziemlich klar, warum das eintrifft. Wenn du das siehst, dann wirst du das verstehen. Und dann natürlich realisierst du, du kannst nichts dagegen tun, weil wählen ist einfach eine Zeitverschwendung. Also lass uns übergehen zu Binance. Sie entlassen 20% deren ganzen Belegschaft im Juni. Oh mein Gott. Also, das trifft überall ein, diese Rezension. Sehr viele Leute verlieren ihren Job oder fragen nach Hilfe, weil sie ihren Job verloren haben und die brauchen Hilfe, diese Leute. Ja, das ist diese Zeit, dass diese Leute jetzt einfach gestresst sind, weil wir sind in einer Rezension.
Die EU hat das bekannt gegeben, dass wir eine Rezession haben und natürlich die Amerikaner. Sie haben die Regeln geändert, sodass sie sagen können, wir sind nicht in einer Rezension, auch wenn sie das sind. Also, sie haben einfach die Regeln geändert. Also, wenn du das nicht willst und dir das nicht gefällt, ändere einfach die Regeln. Ganz einfach. Und deswegen sind die Amerikaner nicht in der Rezension. Die Gesamtzahl der Binance-Mitarbeiter beträgt etwa 8.000. Gerüchten zufolge lag der Anteil der Entlassungen im Juni bei etwa 20%. Binance hat noch nicht darauf reagiert. Aber ja, das sind ungefähr 1.600 Mitarbeiter, fast 2.000. Sie müssen natürlich etwas zurücktreten, weil sie haben natürlich 17% des Marktanteils verloren seit Anfang des Jahres. Also ja, die Firma muss einfach profitabel sein und natürlich auch in der Zukunft diese Projektion haben. Und deswegen müssen die heute etwas zurücktreten. Und natürlich müssen sie die rauswerfen, wenn sie zu lange warten, dann wird es die Firma negativ in der Zukunft belasten, weil die dann falsch sind mit deren Projektion. Also für die Leute, die da arbeiten, versteht bitte, Binance ist super reich. Sie müssen das weit in die Zukunft planen. Also ja, wenn die Leute entlassen müssen, dann müssen sie das tun, um zu überleben. Das ist einfach, wie es ist. Und wenn du keinen Job hast, oder deinen Job verlierst und du irgendwo arbeitest, wo du weniger verdienst, dann musst du einfach zurücktreten und weniger ausgeben, sodass du einfach mehr von deinem Einkommen hast. Und das ist einfach, wie es ist. Oder natürlich, du hast vielleicht auch Angestellte, dann musst du natürlich sie auch entlassen, sodass du deinen Lebensstil halten kannst. Und das ist einfach, wie es ist, weil du möchtest nicht pleite sein und Geld leihen, um einfach das aufrechtzuerhalten, dein Lebensstil oder Leute, die für dich arbeiten. Also das ist einfach, wie es ist. Und es ist nichts gegen diese Leute, gegen diese 20%, wie viele Leute sagen. Sie führen einfach nur diese Firma. Okay, Kryptotransfers auf privaten Wallets zur Identitätsprüfung. Laut dem Bericht. Oh Mann. Laut Economic Times arbeiten Kryptobörsen in Indien an einer Regel, nach der Plattform eine Übertragung nur dann zulassen, wenn der Absender die Identität der Person offenlegt, die sich hinter der privaten Wallet befindet. Laut Bericht von Economic Times, ich habe das bei Economic Times gefunden, und eigentlich versuchen die Leute nur zu beängstigen mit diesem Titel. Oh, okay, das wird Kryptowährung aufhalten, ich werde es nicht kaufen, weil ich möchte nicht identifiziert werden und ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber wisst ihr was, das ist in Indien und die fangen das aber überall an, dass die Exchange wissen muss, das ist deine Adresse. Und das Problem damit ist, dass viele Leute ihre Exchange als ihre private Wallet benutzen und dann kaufen sie Sachen. Und dann, was die Leute sagen, das ist meine Wallet, das ist meine Wallet da. Aber wie werden die das wissen? Das ist schwachsinnig, diese Situation. Weil die Leute werden sagen, ja, die Wallet, die ich benutze, mit der ich was kaufe, das ist meine Wallet. Hä? Wie willst du das beweisen? Muss da eine Nachricht signiert werden? Das wird nicht eintreffen. Überhaupt nicht. Also wiedermals, ich möchte euch daran erinnern, wenn ihr rübergeht zu treasure.davincij15.com, ihr solltet euer Treasure Wallet kaufen und deinen Ledger zerstören und die 24 Wörter nehmen oder auch 12 Wörter und das auf deinem Treasure eingeben und alles wird sofort auf diesem Hardware Wallet sein. Du brauchst keine neue Wallet einrichten. Du kannst einfach deine Recovery Phrase benutzen von deinem Ledger. Also geht rüber zu Treasure, weil das ist einfach. Kein Hardware Wallet sollte je erlauben, dass irgendwas oder besonders deine Seed Phrase das Gerät verlässt. Ansonsten ist es kein Hardware Wallet. Und so simpel ist das. Also geht sicher, dass ihr eure Bitcoin kauft und Ethereum und natürlich die ganzen anderen Kryptowährungen.
Bye-bye mit punktdavincij15.com oder auch ex.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und eigentlich, wenn ihr rübergeht zu Bybit, geht rüber zu me.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr hier sogar freie Kryptowährung gewinnen von den Medieval Empires. Also ja, ich bin ein Investor in diesem Projekt. Also geht darüber und holt euch diese freien Coins. Und da bekommt ihr freie Kryptowährung, indem ihr genau diesen Regeln folgt. Also geht rüber zu me.davincij15.com. Oh Mann, Bitcoin, was machst du mit uns? Wir sind runtergebrochen zur ersten Unterstützung und jetzt hat es versucht, wieder hochzupumpen und ist gescheitert. Und wir haben wieder diese Unterstützung durchbrochen. Und die nächste Unterstützung wäre bei 26.500. Das ist leider so. Aber Bitcoin ist ganz klar. Wir haben darüber geredet, von hier bis hier runter. Wir hatten gehofft, dass wir hier einfach ausbrechen. Aber wir haben gedacht, zumindest wird das uns zu den 28.000 bringen. Aber da wir hier gescheitert sind, hat uns das hier hochgebracht. Und jetzt sind wir hier wieder in diesen unteren Bereichen. Das ist kein gutes Signal, dass wir diesen Bereich immer wieder testen. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, dass wir den durchbrechen. Und wo wir hingehen, das ist ganz klar, ziemlich klar. Wir gehen runter bis zu 61.8. Höchstwahrscheinlich wird das sehr schmerzhaft und eine tödliche Bewegung. Und kommen hier runter, füllen diesen Gap und gehen dann wieder hoch zu 28.000. Aber wenn wir das nicht jetzt machen, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das irgendwann später mal machen. Also, ob wir das nun heute oder in diesem Monat oder in dem Monat darauf oder in diesem Jahr füllen, wir werden das höchstwahrscheinlich irgendwann füllen. Und es wäre das Beste, wenn wir das jetzt tun, weil dann können wir zumindest zu den 30.000 gehen und nie wieder runterkommen. Wenn wir das jetzt erst füllen und dann ausbrechen, das wäre das Beste für Bitcoin. Okay, also lasst uns rübergehen zu Ethereum. Das ist ziemlich gleich. Wir gehen den ganzen Weg wieder runter bis zu 61.8, wo dieser Gap auch ist. Und es ist auf der CME-Chart. Also erwartet genau das Gleiche von Ethereum leider. Und wenn wir hier abprallen von dieser Unterstützung, höchstwahrscheinlich werden wir das durchbrechen. Wir haben das ein paar Mal getestet. Und auf der täglichen sieht es aus, als ob wir das durchbrechen. Auf der 4-Stunden-Chart ganz klar im Negativen hier, weil wir sind unter den EMA Ribbons, signifikant. Und höchstwahrscheinlich werden wir noch weiter runtergehen, da Ethereum hier gescheitert ist, weiter nach oben zu gehen. Leider auch. Aber jetzt, hierauf habt ihr gewartet. Ja, das signalisiert uns, wir brechen hier durch aus diesem symmetrischen Dreieck. Und ihr könnt sehen, das ist der Anfang von einem ganz klaren Trend. Wir werden zumindest zu den 46% kommen. 46,75%. Und das durchbricht diese Aufwärtstrendlinie und diese Unterstützungslinie. Wenn wir das tun, dann werden wir höchstwahrscheinlich zu den 45,7 oder sogar auch noch durch diesen Bereich bis zu den 44. Also wir könnten sehen, dass wir den ganzen Weg bis zu 44% kommen, um den 200 Period Moving Average zu treffen. Und wahrscheinlich werden wir dann konsolidieren, bevor wir noch weiter runtergehen. Höchstwahrscheinlich gehen wir bis zu den 40% in den nächsten Jahren. Und das bedeutet, dass Bitcoin die Altcoins unterperformt. Ja, das war ziemlich nah, dass wir hochkommen zu den 60%. Ziemlich nah. Wenn wir über diesen Bereich hier gehen, dann kann uns nichts mehr aufhalten, um hochzukommen zu 60% mit der Dominanz. Aber es sieht so aus, als ob sich das umgedreht hat, bis jetzt.
Und vielleicht wollt ihr euch die Altcoins anschauen. Wir werden uns die Altcoins anschauen in der nächsten Zeit. Ich habe jetzt schon Pepe. Ich glaube nicht, ihr solltet hier kaufen. Das ist höchstwahrscheinlich nicht der beste Ort. Aber ich fange schon langsam an zu investieren. Höchstwahrscheinlich ist das ganz hier unten. Also vielleicht könnte es zu 6 Nullen und nach 4 gehen. Ich weiß, das ist sehr klein. Ich werde das etwas größer machen. Und da habt ihr es. Das ist ein langer Weg nach unten. Bevor wir sehen könnten, dass wir uns hier umdrehen. Fitbön, die schneiden okay ab. Die haben nicht sehr viel verloren. Ich bin natürlich auch hierin investiert. In deren Token. Ich habe die noch nicht verkauft. Ich werde sie halten. Und das war's für die Altcoins, die ich mir in der nächsten Zeit anschaue. Natürlich schaue ich mir auch andere an. Aber natürlich könnt ihr mir auf meinem persönlichen Telegram-Gruppen folgen, weil da werde ich auch genau sagen, was ich kaufe. Aber ja, okay, danke, dass ihr geschaut habt, danke, dass ihr hier wart und wir sehen uns morgen. Ciao.